zuerst hatte ich so einen Schwächeanfall und dann nachher bin ich einfach ganz zittrig wegen dem und mir war kotzübel und einfach keine Energie. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe jetzt. Es hat sich wirklich so angefühlt. Also, hallo, ich bin Lisa, ich bin 20 und Studentin und ich habe eine Panikerkrankung oder habe sie immer noch. Also wie es angefangen hat, kann ich genau sagen. Also ich hatte Eisenmangel, mega heftige. Und dann hatte ich zuerst so wie zwei Attacken. Und dann ist mir plötzlich einfach schwindelig, übel geworden. Und ich habe das Gefühl, ich würde zusammenbrechen. Dann habe ich wie nachher die Angst entwickelt, dass die Anfälle noch kommen. Und weil ich ständig Angst hatte, dann hatte ich halt auch ständig Panikattacken, die dann halt auch immer schlimmer und öfters geworden sind. Und habe Angst vor allem. Bei der Panikerkrankung ist ja, oder bei der Panikattacke im Allgemeinen ist ja einfach die Angst vor der Angst, dass man eine Panikattacke bekommt. Ja, also die meisten Attacken sind gleich. Ich habe immer so ein Gefühl bei der Brust und beim Rücken. Es spannt sich einfach alles an und die Energie ist plötzlich weg und dein Magen ist irgendwie 10 cm höher, weil du das Gefühl hast, so, ja, es kommt nachher gerade alles raus. Und kann man das so sagen? Einfach so bei den Ohren ist irgendwie so ein Druck. Es war ein Moment, wo ich gedacht habe, so, nein, das kann nicht mehr so weitergehen. Das kann ich, mit dem kann ich wirklich nicht leben. Aber es hatten natürlich mehrere so Momente gehabt. Aber ja, das war einer. Das war dort auf der Studienreise im Vorkurs. Wo ich wegen einer Panikattacke, wegen zwei Panikattacken jeweils 2 Tage von diesen 5 Tagen, die wir dort waren, musste im Hotel bleiben. Ja, und dann habe ich mir so das Gefühl, gesagt, also, nein, das kann nicht weitergehen, irgendwie muss ich mir das aufschreiben. Also da im Text habe ich zum Beispiel geschrieben, durch diese Panikattacken lebe ich in ständiger Angst. Manchmal so stark, dass ich mich kaum traue, das Bett zu verlassen. Mal so schwach, dass ich wochenlang super leben kann, ohne auch nur einen Anflug davon zu spüren. Auch wenn ich merke, dass es sich im Hintergrund sammelt, um mit voller Wucht mich ein paar Tage wieder auszunocken oder wenigstens, dass gewisse Dinge, wie vor allem Busfahren, unmöglich werden. Ja, und am Schluss habe ich einfach nur geschrieben, deshalb aus den Tiefen meiner Seele, meinen Emotionen, meines Herzens habe ich 2 Wörter für diese psychische Krankheit, welche nicht an den Leser gerichtet sind. Fuck you. Als ich ja gemerkt habe, dass ich wissenschaftliche Illustration studieren möchte, habe ich so wie wieder ein Ziel gehabt. Plus dann halt, weil ich neue Leute kennengelernt habe, das hat mir auch mega geholfen, so ein bisschen ja, auch so ein bisschen über anders darüber nachzudenken oder nicht immer meine eigenen beschissenen Gedanken zu hocken. Es hat mir einfach mega viel Selbstbewusstsein gegeben. Also auch die ganze Sache, so wie so das Denken, ah ja, ich bin darüber hinweggekommen, es geht ja eigentlich. Wenn ich das geschafft habe, kann ich auch anders arbeiten. Aber wirklich aufhören wird es nie. Also ich meine, sobald es mal die Hemmschwelle überschritten hat, dann bleibt es eigentlich. Es geht eigentlich mehr darum, wie du damit kannst umgehen in deinem späteren Leben.